Hallo, hier geht's weiter mit Dragons Aufstieg von Berg. Wie ihr wisst, gibt es noch ein Event. Geht noch 48 Stunden. Ein einzigartiger Stachel. Anführer kann man finden. Und ein Kartenpaket, ein Valka-Paket. Geht noch 21 Minuten. Da würde ich gerne mal wissen, wer hat da zugeschlagen. Die Kohle ist mir da ja ein bisschen zu schade. Ich würde gerne mal wissen, wer hat da zugeschlagen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. So. Wie ihr seht, mein Fischlager ist auch wieder voll. Da pimpen wir jetzt erstmal den Nachtterror. Jetzt kann ich ihn wieder für 18 Stunden und 25 Minuten pimpen. Das fällt natürlich flach, da bin ich nicht am Start. Und hier haben wir den Holzklau aufgepimpt. Pimpen den jetzt auf Level 42. Den könnte man eigentlich auch nochmal pimpen. Das mache ich auch. Und jetzt kann ich meine Ressourcen einsammeln. Das mache ich schnell. Und danach versuchen wir mal eine Flotte und Keilerei. Mal gucken, ob ich die Flotte schaffe. Hier haben wir einen Drache ins Titantraining gepimpt. Gucken, ob der zum Titantraining kommt. Yo, yo. Der nächste Titandrache ist geboren. Wisst ihr, wer es ist? Ah, das ist der Schockdrache. Titandrache. Der sieht richtig geil aus. Den können wir jetzt auch nochmal pimpen. Dann haben wir den auf 58, meinte ich. So, da haben wir alle losgeschickt. Jetzt geht's hier auf dieser Seite weiter. So, jetzt schauen wir hier, was Fleischschlupf und Fischbein mitgebracht haben. Oh, ich hätte lieber der Gegenstand. Ich sage euch auch gleich, für was ich den Gegenstand brauche. Ah, das Drachenei. Das brauche ich nicht. Das habe ich schon. Das ist der rauchverschmutzte Qualm. Lass ich es frei. Naja, da bin ich nicht am Start. Dann schicke ich ihn nochmal auf die Reise. Hier, der kann noch auf die Reise. Dann lasse ich den zu Hause. Und schicke den zum Sammeln. Johann hat auch noch was, aber nur für Ruhn. Da kann er sein Stuff behalten. Dann checken wir jetzt mal den grünen Tod. Und checken den nochmal für 8 Stunden los. Der Immerflügler braucht noch 2 Stunden 40. So, dann checken wir jetzt mal den Unzahn. Ja, oh, sogar 3 Stück. Den brauche ich auch. Sogar sehr. So, jetzt alle meine Sammlungen. Die Knochenräuber-Sammlung, der grünen Todsammlung, der Knochenräuber im Portal, dass man braucht noch 4 solche Muscheln. Da habe ich meine zweite Sammlung abgeschlossen. Hier. Schreibt mal in die Kommentare, wer alle schon den brutalen Knochenräuber hat. So hier. Die erste Immerflügler-Sammlung. Nachtschatten. Und schreibt man auch in die Kommentare, wer den Nachtschatten als Jung schon hat. Hier Hakatu. Hakatu. Exotisch. Fehlen mir noch 7 von diesen komischen
Metalldingern. Und 13 von diesen Vögeln oder was es ist. Hier. Der ist so tot als Verteidigung. Fehlt mir noch ein goldenes Ding. Und 87 Zahnräder. Und hier, da habe ich schon vorgezockt. Den Gegenstand habe ich leider nicht gefunden. Aber wir probieren es beim nächsten Mal. So, ich habe hier gesagt, wir machen eine Flotte. Mittelmäßig. Ah, gute Chance. Dann probieren wir es jetzt mal damit. Drückt mir die Daumen, dass ich die Flotte schaffe. Die muss ich am schnellsten wegbekommen. Hier, Trago Blutfaust sein Schiff. Ich würde sagen, wir greifen von zwischen oben und in der Mitte an. So. Drückt mir aber wirklich die Daumen, dass ich es schaffe. Von euch würde ich mal gerne wissen, welche Flotte seid ihr denn? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mir mal bitte in die Kommentare. Naja, schaffen werde ich das vielleicht nicht. Mal schauen. Es wird knapp. Ich werde es bestimmt nicht schaffen. Das sind noch zwei Schiffe davor. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde das nicht schaffen. Das ist zu riskant. Das ist zu riskant. Ich werde das nicht schaffen. Ja, Niederschlage. Naja. Ich probiere es mal vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht klappt es ja da besser. Oder ich pimp meine Drachen, dass ich mal eine hervorragende Chance habe. Nein. So, jetzt können wir unser Mysterium-Paket öffnen. Bekommen 6 Odinsmünzen. 6 mal den Knochenröhrer, 5 mal den Kronkel. Einmal der riesenhafte Albtraum. 300 Kilo Holz, 300 Kilo Fisch, Zahnräder, 3 Runen, 5 Runen. Nein. Ihr wisst, es ist noch ein Event. Da. Von euch würde ich mal gerne wissen, wer hat bei dem Maika-Paket zugeschlagen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Gehen wir mal auf Sammlungen. Ich suche noch mal den Klatschstreich. Ja, vielleicht bekomme ich ja das nächste Mal mehr Glück und vielleicht auch 4. Dann suche ich den mal. Und hier. Ich habe hier sehr geschuftet. Als erstes mal ein 3-Stunden-Paket öffnen. Dreimal den Knochenräuber, dreimal den Knochenkronkel, zweimal den riesenhaften Albtraum. Noch ein Paket, viermal der Kronkel, viermal der Knochenräuber. Jetzt hat ein 8-Stunden-Paket. 11-mal der Knochenräuber. 10-mal den riesenhaften Albtraum, 10-mal den Kronkel, 3-mal den Elite-Nada, tödlicher Nada. So, jetzt hat unser Häuptlingspaket. 11-mal den wahnsinnigen Zipper, 11-mal den flüsternden Tod, 11-mal den Funkelhöchste und das war's.
Jetzt gehen wir mal in eine Kalerei. Ich will heute mal vielleicht verschaffen. Ich will heute schaffen. Über die 19.480 zu kommen. Weil bei mir war in der letzten Zeit, ich habe immer über 30 bekommen. Ich habe auch mein meistes war heute Morgen, da habe ich so gespielt. Mein meistes war 44. Da habe ich 44 Pokale bekommen. Und da war ich verblüfft. Ich war baff. Na, wo würden wir denn am meisten gerne angreifen? Auf dem Rumpelhorn. Das ist ein junger Rumpelhorn. Den habe ich auch noch nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer dieser junge Rumpelhorn schon hat. So, jetzt greifen wir. So. Jetzt gehen wir auf den Nada. So, was passiert jetzt? Oh, das ist gar nicht gut. Aber naja, wir werden sehen, wie wir weiterkommen. Jetzt greifen wir mal den Rumpler nochmal an. So, wer. Ach, den. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Mich würde mal interessieren, welche eure drei besten Drachen sind. Schreibt das mal in die Kommentare. Ah, das ist auch blöd. Vielleicht mit dem Dreifachstachel habe ich vielleicht mehr Glück. Der ist ja gleich dran. So, und jetzt. Oh. Oh, oh, oh. Das sitzt richtig. Den ersten Drachen ist weg. Der zweite vielleicht. Naja. Aber es ist gut. Wir gehen jetzt erstmal auf den da. Und zu guter Letzt gehen wir noch auf den Rumpelhorn. Na, und wie viele Pokale bekommen wir gewonnen? 40 Pokale. Und oh, ein 3-Stunden-Paket. Naja, man kann es ja nicht ändern. Wie ist so? Jetzt gehen wir nochmal in eine Keilerei. Noch einmal. Danach zeige ich euch noch was anderes. Vielleicht noch zwei Keilereien dann. Dann komme ich über die 19.480. Vielleicht komme ich auch noch mehr. Und weiter, höher. Ach, der Sturmschneid. Der hat aber eine gute Spezialattacke. Der schießt auf alle drei und kann alle drei heilen. Aber der Kronkel. Auf den Kronkel müssen wir auch. Jetzt greifen wir den an. Gleich ist der Knochenhuber dran. Mal gucken, wie wir jetzt agieren. Auf den Natter gehen wir. Immer ist die Angriffskraft von Dreifachstachel gering. Das ist immer nicht gut, dass sie immer auf den gehen. Den ersten Drachen killen wir, den zweiten eventuell. Ja, jetzt haben wir noch einen gegnerischen Drachen am Start, der uns aber auch nicht mehr so gefährlich sein kann. Das ist. Oh, oh. Das meinte ich mit dieser Spezialattacke. Mit Spezialattacke. Aber jetzt sind wir noch einmal dran und machen den jetzt K.O.
Plus 18. Oh, ein 8-Stunden-Paket. So, wir schalten erstmal das 3-Stunden-Paket frei. So, und jetzt. Ich gehe alle meine Drachen mit euch los. Durch. Den Regenschneider habe ich auf Level 45. Den Gratflügler, den habe ich auf 42. Den Nachthero auf 39. Der Rumpelhorn auf 33. Nein, das wollte ich nicht. Der Kronkel auf 54. Der verteidigende Kronkel auf 45. Der flüsternde Tod auf 54. Der Schrecken der Meere auf 51. Der verteidigende Skrill auf 33. Und der Sturmschneid verteidigend auf 36. Der Glutlissel auf 54. Der Regen, der Kettenschwanz auf 42. Der schreckliche Schrecken auf 54. Der Donnertrommler auf 33. Der Schockdrachen, habt ihr ja gerade gesehen, der wurde zu Titan gepimpt. Auf Level 54. Nein, wollte ich auch nicht. So, jetzt geht's hier weiter. Der tödliche Nadder auf 54. Der Knochenräuber auf 51. Die schnappende Falle auf 54. Der riesenhafte Albtraum auf 54. Der Schnüffbuckler auf 30. Nein. Der Klatschstreicher auf 39. Den wahnsinnigen Zipper auf 51. Der schreckliche Schrecken auf 54. Der Funkelhöste auf 36. Der humpelnde Grunzer auf 54 ist das. Den müsst ihr unbedingt haben. Der ist ein super Sammler. Der Taifumerang auf 48. Der Wechselflügler auf 45. Ja, der Wechselflügler, der sammelt jetzt nicht so gut. Aber ich muss den Fisch sammeln lassen. Weil ich habe hier eine Aufgabe, sammle 1,5 Mille Fisch mit einem Wechselflügler und besitze einen Wechselflügler auf Level 48. So, den Raufisch und den Qualm auf 45, der Reißzahn auf 36. So, jetzt geht's hier weiter. Fleischklops auf 36 und ohne Zahn auf 54. Jetzt geht's hier im Hangar weiter. Der Holzlau auf 42, den pimpe ich gerade auf 43. Der Windnischer auf 33, ein Champion-Drache. Der Escheton-Rüttler, ein Champion-Drache, auch auf 33. Der Dreifachstachel auch auf 33, auch ein Champion-Drache. Der Donnerpolter auf 30. Hier, mein erster brutale Drache war der Holzklau. Schreibt mal in die Kommentare, wer auch den Holzklau hat. Der ist gerade bei mir auf Level 27. Hier, vor letzter Woche war ein Event. Da habe ich eine Sammlung vervollständigt vom Wüstengeist. Der ist schon auf 27. Das ist doch krank auf Level 27 schon einen Tag 9 Stunden. Das ist krank. Und der leuchtende Fluch auf 24.
So, jetzt wisst ihr über alle meine Drachen Bescheid. Und ihr könnt jetzt auch sagen, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, welchen Drache ich pimpen kann. So, ein Drache kann ich noch pimpen. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen. Ich grüße dich auch, Daniel Weiß. Er hat gesagt, ich soll den Kronkel pimpen. Da ich ja hier den Kronkel schon auf 54 gepimpt habe und noch nicht pimpen kann, ich muss die Akademie erstmal auf Level 9 pimpen. Schreibt mal in die Kommentare, welches Level eure Akademie ist. Dann, den kann ich hier noch nicht pimpen. Dann pimpe ich jetzt den Kronkel für 5 Stunden. Kostet 525 Kilo. Das lohnt sich auch. Und jetzt kann der verteidigende Sturmschneid Holz sammeln holen. So, hier Johann. Den habe ich ja schon gecheckt. Der hat nur was für Ruhen. Und jetzt kommen wir zum Odinsmite. Schreibt mir mal in die Kommentare, für was ich sparen soll. Für ein Champion-Paket, für ein Heroes-Paket, für ein klassisches Paket, für Gold-Paket oder für Drachen. Also ich habe die ganze Zeit gespart für Rohstoffe. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, für welches Paket oder ob ich für einen Drache die Odinsmünzen sparen soll. So. Und die Mediahalle habe ich auf Level 10. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, auf welchem Level ihr eure Mediahalle habt. So. Und das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freut mich, abonniert mich und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Tschüss!